Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Fenster ist auf der falschen Seite. So. Was? So. Genau. Wir hier Haus. Bumm. So, wir wollen jetzt. Ich würde das sogar hier nochmal wegnehmen. Aus dem Grund, damit dann quasi diese Schräge, die da entsteht, diese im Felsen drin ist und nicht hier so vorguckt, weil das hier echt hässlich aussieht. So. Mal gucken hier, erstmal gerade Gras entfernen. Auch wenn sie jetzt mal so durchfahren können. Na, egal, zu spät. Ich bin schon wieder voll. Das darf doch nicht wahr sein. Was war das gerade für eine Melodie? Ich habe keine Ahnung. Bitte vergib mir. So, der ganze Scheiß kommt jetzt mal hier rein. Alles, was pflanzlich zu tun ist. Alles, was nicht gesund ist. Wird schon wieder dunkel? Aber jetzt wird es dunkel, oder? Da, ja, okay. Scheiße, Mist. Verdammt. Oh, wir haben Beeren. Nom, 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 nom. Gut. Das heißt, ich kann eigentlich. Mache ich eigentlich? Ich kann einfach so. Wenn wir die Erde abbauen, kommt doch das Gras dabei sowieso runter. So einfach. Oh, jetzt ist es graviert. Können wir gleich mitnehmen. Können wir gleich wirklich machen. Oh, es sind zwei Blasen direkt nebeneinander. Lol. Gut, haben wir gleich mal ein riesiges Loch hier ausgehoben. So, mit dir, obwohl. Hier werden sowieso Monster drin spawnen. Wollen wir gar nicht versuchen. Oh komm. Ernsthaft jetzt. Okay. Ah, hab's gewonnen. Danke. So, machen wir hier wieder zu. Und darauf kommt jetzt das Kaffee. Ups. So. Es wird so dunkel. So, hier müssen wir mal gucken, an welcher Stelle wir genau abbiegen. Ich würde wirklich möglichst nah ans Wasser rangehen. Ach, guck mal, hier ist sogar Erde. Ich sag mal so. Oh, die kommen wirklich noch hier. Ja, so. So ist gut. So, da ist unser Haus. Noch Stücke. Also dann ist der Dunkel hier. Ach, wir sind doch schon wieder voll. Ja, wir haben auch gleich liegen lassen. So. Na, no, hier ist ein guter Punkt. Okay, hier ist ein guter Punkt. Dann ist ab jetzt, Hey.
Oh Mann, so dunkel. Ich sollte mal nach Hause gehen und pennen gehen, ja? Das Licht. Gut, dann ja, gehen wir nach Hause. Gut, gehen wir pennen. Eins von drei Spielern, leg mich am Arsch. Wer ist schon wieder das on hier? Status. Nina FC und FC Amir. Sind das Fußballclubs oder was? Egal. Was ein Name. So, Tada! Oh, genau daneben. Lol. So, hier noch hier was. Dann machen wir mal auch hier so einen schönen Prellbock hin. Erstmal vorläufig, bis mir da was Besseres einfällt. Also nie. Ich verfluche gerade so ein bisschen mein Leben hier. Ach Mann, ey. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Das brauchen wir. Das brauchen wir eigentlich nicht. So, wir brauchen bloß Holz. Ach, Kacke hier. So. So, erstmal ein bisschen Platz hier. So, nö, das brauchen wir nicht. Warum das? Perfekt. Unser Schreck ist vollständig. Wuhu. Gut, dann genau hier hinten ist auch alles heile. Gut, dann müssen wir jetzt bloß noch die Pipe bauen. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, wo ich die lang lege. Ich würde die auch erstmal hier parallel zum Gleis, aber nur, also noch nicht so weit wie das Gleis selber, sondern etwas früher aufhörenderweise. Ist es natürlich blöd, dass das Pipe rechts vom Gleis ist. Es wäre also wahrscheinlich doch besser, das Ding hier hochzulegen, ne? Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, so Gleise brauchen wir nicht mehr. Das heißt, das kann alles, wo immer auch Platz ist, hier rein da. I don't know. Ja, oder auch nichts für Platz. So, Lalalala. Was brauchen wir? Wir brauchen das hier und wir brauchen das hier. Haben wir keine Pipes mehr? Nö. Gar keine Pipes mehr. Das ist interessant. Stimmt, wir hatten hier die letzten hingebaut. Eben, da war ja nichts mehr übrig.
Okay. So, das heißt, wir müssen mal hier nochmal abbauen. Und hoffen, dass dabei nicht gerade welche Rohstoffe kommen. Gut, dann war das hier natürlich jetzt alles umsonst, aber okay. Dann mache ich das an der Stelle mal wieder zu. So, und schon hat keiner, sieht keiner, dass hier jemals was war. Uran, oh Gott, wir müssen hier weg. Oh, das Uran, es verfolgt uns. Ah. Okay. So, ja gut, das ist natürlich mit dem Rohr. Mit dem Rohr. Wir können natürlich auch neben den Gleisen graben ziehen. Das wäre tatsächlich gar nicht so dumm. Wird auf jeden Fall optischer schöner aussehen, wenn das Gleis hier einfach irgendwo auf dem Gras drauf rumliegt. Ne, oh, was haben wir da gemacht? Ne, so quasi wirklich einfach hier. Sieht zwar jetzt mit dem Stein ein bisschen blöd aus. Vielleicht sollte man den Stein doch erstmal abbauen und da wieder die Erde hinbauen. Ach, warum ist hier? So, ich hasse die Pipe. Immer also ab und weg wieder wegbauen hier. Das ist doch nicht mehr wahr. So. Ali, halt. So, muss ja nur Erde hin. So. Und dann auch hier das Gleiche. Ne? Das heißt, hier so auf der Ebene. Warum ist jetzt hier? Gut, auch egal. So, weg mit dir. Hier kommt er wieder her, denn Erde. Und ich bin natürlich eingekesselt. Warte mal kurz. Eben ein bisschen zwei. Achso, ja, doch, genau. Ja, genau. Erstmal muss ich. Erstmal muss das Gras weg. Die Schippe ist fast tot. Wir hatten ja noch eine Schippe, ne? Wir hatten ja von der Remo-Schippe. Hatten wir noch eine. So, hier muss dann auch wieder das weg. So. Home. Oh, habt ihr das gerade gesehen, so aus dem Augenwinkel? Was? Oh, guck mal, Äpfel. Oh, sogar hier unten. Oh, wir hatten noch keine zweite Schippe. Ich fahre mir ziemlich sicher, dass wir doch zwei Schippen hatten. Ich sag mir nicht, dass ich unsere einzige Schippe kaputt gemacht habe. Ach, ich möchte heilen. Aber wenn ich jetzt eine Schippe baue, finden wir die andere Schippe wieder. Das ist ja ein Teufelskreis hier. Ja, wir müssen. Sobald ich das Rohr erstmal verlegt habe, mache ich dann erstmal hier Inventar aufräumen. Das ist ja hier Katastrophe. Dort ist ja eine einzige Katastrophe. Ach, hier müssen wir auch mal wieder alles raus. Ist ja gut, jetzt okay. Alles perlt. Ist ja in Ordnung. So. Ja, aber man merkt schon, sieht schon echt kacke aus. Also ist eine coole Funktion, dass auch Äpfel dran wachsen, wenn man die Dinger selber platziert. Wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, sobald man die Dinger irgendwo abbaut und dann selber platziert, haben die keine Funktion mehr, sondern sind einfach nur noch optisch da. Aber scheinbar wachsen auch so tatsächlich Äpfel dran, was sehr interessant ist. Ach nee, komm. So. Ich würde das Rohr erstmal nur bis hier gehen lassen. Ne, weil dann die Frage ist, wie verhieltet, weil das Haus, das Rohr wird ja doch schon relativ zum Haus gehen. Das heißt, da, ja. Müssen wir dann auf jeden Fall gucken, wo es am meisten Sinn macht, das lang zu führen. So.
Ich falle ins Wasser, ne? Zum Glück hängen geblieben. Wow, wie viel halt ein einziger Sandding fehlt. So, wie gesagt, hier lassen wir die Pipe erstmal enden. Also, so sieht es schon ganz schön aus. Item-Transporter. Lol. Und man kann vor allen Dingen von außen hier ganz normal drüber laufen. Und selbst wenn man rein stolpert, kann trotzdem einfach weiterlaufen. Es sieht also zum einen, naja, schöner aus. Also zumindest schöner, wie als wenn es so einfach hier oben drauf liegen würde. Und zum anderen ist es auch funktionabel, dass man nicht drüber klettern muss, sondern einfach weiterlaufen kann, quasi. So. Wie viele Rohre brauchen wir jetzt noch? Ah, noch ein paar. Oh, rechts erstmal. Was ist denn schon wieder? Geht doch. Ah, ich mach mal noch 12. Wetten, wir brauchen denn noch ein Rohr? Ah, ne, ihr könntet sogar. Ja, doch. Ist genau eins zu kurz. 1, 2, 3. Ja, ist genau eins zu kurz. Ach, leck mich doch. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch. Traumata. Gut. Und, guck mal, gute Items. Aha. Da kommt dein Item. Oh mein Gott. Ja. Das hast du erstmal hier eine schöne Anlage, eine schöne Pipeline. Sowohl für uns als auch für unsere Items. Easy. Ah, hat schon irgendwie was. Hat schon irgendwie was von so einem. Ja, keine Ahnung was. So, das heißt, wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und fahren mal die gesamte Strecke mit der Lore ab. Und dann machen wir zu Hause erstmal Inventar aufräumen. Weil das ist einfach zu voll. Oh, so viele Schäfchen hier. Cool. Warte mal kurz, wie lange ist die Folge? Ich könnte jetzt 1 Minute warten. Da könnte man genau abmessen, wie lange man braucht. Wobei ich weiß gar nicht, ob die Zeit, die jetzt hier bei OBS angezeigt wird, auch genau die Zeit ist, die bei YouTube angezeigt wird. Ich meine, gut, wenn es dann 1 Sekunde mehr oder weniger wäre, wäre es dann auch nicht so schlimm. Schwert habe ich nicht dabei. Schade. Sonst hätte ich jetzt erstmal direkt die Schafe umgebracht. So. Ein bisschen was essen muss sein. Oh, auf die Plätze. Fertig. Ready for take-off in minus 22, 21, 20. Hätte schon keinen Bock mehr. Ach, Mann, ey. Was denke ich mit diesem hässlichen Stein? Der kann doch mal weg. So. Der regt mich komplett auf. Naja. Wie ist das eigentlich, wenn man hier Tiere auf der Fahrbahn hat? Die sterben nicht, ne? Und 3, 2, 1 und bam. Oh. Wenn man hier Tiere auf der Fahrbahn hat, die sterben nicht, ne? Weil bei der Advanced Train ist es ja so, wenn da Tiere auf den Gleisen sind und ein Zug lang fährt, bumm. Also auch wenn du da als Spieler drauf stehst, bumm, bist halt weg. Ne, kriegst du direkt total Damage. Also der stirbst halt einfach direkt.
Von daher. Oh Mann, die Strecke wird so lang sein. Eieieiei. Aber hey, wenigstens hat man immer hier schön, schön die Pipe daneben. Man hat also immer was zu gucken, ob da irgendwelche Items durchflitzen. Hat schon was. Aber muss schon sagen, hat schon was. Und ist auch zum Glück alles protected. Ist schon mal ganz geil. Hier, die Seitendinger da. Auch sehr cool geworden. Oh, die brauchen wir nicht mehr. Da oben wollten wir auch zumachen, ne? Naja. So, bis zur Kurve schon mal eine Minute so ziemlich genau. Ja. Geht doch echt schneller, als ich dachte. Jetzt kommt halt einem immer nur so lange vor, weil man halt währenddessen nichts machen kann, ne? Kupfer! Wir können es hier als Langeweile-Vertreibsspiel immer so Blöcke erraten machen. Zink? Nee, da vorne ist Zink. Das müsste Chrom sein. Kohle? Blei? Na gut, das ist ja einfach. Das ist Nitrat. Das ist Eisen. Nochmal Eisen. Das Spiel ist jetzt schon langweilig. Chrom. Blei. Zink. Eisen. Oh ne, war Blei. Chrom, Kupfer. Zink. Quecksilber, Chrom. Oh, der gute Stuff. Gold. Na gut, so viel sage ich jetzt so gar nicht. Ja gut, also die gerade Strecke, die dauert doch dann doch etwas länger. Ich meine, gut, da vorne ist schon unser Haus. Aber es trotzdem jetzt schon 2 Minuten. Was heißt die Gesamtfahrzeit? Ja. So etwas mehr als 3 Minuten. Da ist schon. Also ziemlich 3 Minuten, die gesamte Strecke. Da ist schon ordentlich, du. Das ist schon. Ich würde tatsächlich hier der Vorschnelligkeitshalber auch so einen Stein hinstellen. So als Prellbock. Ja, ganz geil. Aber cool, dass die Pipe die gesamte Strecke lang durch funktioniert. Das ist halt. Sehr geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Oh, Herr Schmidt ist dem Spiel beigetreten. Aha. Genau, Inventar aufräumen. Wir müssen erstmal Inventar aufräumen. Das heißt, du da rein, du da rein. Du nicht. Du auch nicht. Ich glaube, wir räumen erstmal das Grünzeug weg. Apropos Grünzeug, komm. War eine schöne Idee, aber also schöner Test und cool, dass es funktioniert. Aber ja, komm. Vor dem Haus räume ich das auch gleich mal weg. Wow, ich sehe nicht mal einheitlicher. Okay. Ich dachte, weil hier draußen mehr Licht ist, dass hier auch die Äpfel schneller wachsen. Aber scheinbar scheint das Licht doch keine Rolle zu spielen dabei. Sehr interessant. So, bam. Okay, Apfelbaumblätter kommen da rein. Muss ich mal ganz gucken hier. Backpacks. Hier kommt nichts rein. Genau, da wollte ich eigentlich eine Baumfarm machen. Erstmal alles ausräumen. Erstmal alles weg hier. Sonst kriege ich hier noch. Ne? Erstmal hier. Warum sind die da unten? Apfelbaum. Aber Apfelbaum im Baum ist doch da oben. Wieso? Ja, easy, passt schon.
Weißt du was? Ich mach's anders. Die pack ich nach da oben. Die kommen da runter. So, jetzt können die nämlich. Ach, scheiße. Jetzt können die nämlich nach da und die nach da. Genau. So, jetzt ganz ein bisschen ordentlich angeordnet. Und hier die Special-Blätter, die liegen hier unten. Ja, da kommt man nicht so schnell ran. Und hier ist wieder die 6, die 6. Und das sieht ordentlich aus. So. Mehr Bäume oder Blätter haben wir gar nicht. Also auch hier Blaubeer. Blätter. So. Haben wir das auch. Okay, das nächste ist dann Grünzeug. Achso, wir suchen jetzt noch ein paar Saplings. Oh, guck mal hier, ja. Die packe ich mal tatsächlich hier oben rein. Die werden wir als Bauground nutzen können. Das heißt, auch die Erde und das Schotter packe ich mal hier mit rein. Auch das werden wir gut gebrauchen können. Das hingegen nicht. Ja, das hier auch nicht. So, jetzt ist die Kiste schon mal wieder ordentlich, denn hier ist das ganze Bauzeug für die neue Base. Und hier ist auch mal diese Scheiße drin. Gut, dann räumen wir das mal weg. Was? Hat der... Was das feindliches Gras, also dass jede Rechtsklick-Aktion überschreibt. Alter, das Zeug muss verbrannt werden. Ah, das ist ja richtig. Oh, wir haben noch Saplings. Das ist ja richtig räudig. Vor allem die Sachen verschwinden einfach. Super. Haben wir noch ein Fenster rein zufällig? Garantiert nicht, ne? Kannst du original in die Tonne treten. Ah, guck, nee. Ah, doch, hier. Ah, das müsste das, glaube ich, sein. Ja, okay. Okay, gut. Das ist ja richtig räudig. Wow, solche Blöcke gehören illegalisiert, aber sowas von. So, du da rein, du da rein, du da rein. Sonnenblumen noch hier mit rein. Muss ich mal gucken. Die Sachen hier, die können wir direkt mal rekombinieren. Hier haben wir noch diverses Holz. Wobei das Holz würde ich gerne hier mit reinschmeißen. Du auch. Und ein Stack kann auch nicht schaden. So, machen wir, das sieht ja schon mal gut aus. So, was wir noch brauchen, sind die Öfen. Der Rest kann uns hier auch raus. Okay. Das heißt, du kommst da rein. Du kommst da rein. Ich packe jetzt mal alle Werkzeuge hier rein. So, das heißt auch das hier zum Beispiel. Dann mache ich mal nochmal einen Gang durch den Schrank. Und zwar deswegen und deswegen. Oh, wir haben hier noch einen Blumen. Oh, egal. Sind glaube ich aber auch andere als die, die ich gerade weggepackt habe. Es sind zwei verschiedene Arten von Sonnenblumen. Ja, das sind nämlich die, die wir oben reingepackt haben. Und die wir dort haben, ist nämlich dunkler. Und das ist nämlich das von der Farming Mod. Das ist nochmal was anderes. Die können wir nämlich tatsächlich gebrauchen. Die hat einen Zweck für Gerichte. Die wir da oben reingepackt haben, ist aber wirklich rein kosmetisch. Kosmetischer Natur. So, jetzt haben wir da nochmal ein paar Saplings. Und erstmal hier. Achso, die Scheiße haben wir auch noch. So. Können wir nur unten irgendwas rein einlagern? Zum Beispiel die Steine.
So, kommen die Äpfel, die essen wir einfach mal. So, easy. Genauso wie hier die Dinger. Na gut, das war schon. Das kommt nach oben, das kommt nach oben, das kommt nach oben, das kommt nach oben. Das kommt alles in die Wertkisten. So, das kommt nach oben. Das kann man im Inventar behalten. Das kommt auch nach oben. Genauso wie das kommt auch um die Kiste. Und das auch. Okay. Also kommt alles nach oben. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Schwuppdiwupps. Schwuppdiwupps. Schwuppdiwupps, schwuppdiwupps. So, dann haben wir erstmal wieder ein leeres Inventar. Können wir also in der nächsten Folge mit dem frischen Inventar anfangen der Weise. Gucken, was wir gucken. Die Anlage läuft noch? Ja, Anlage läuft noch. Weil ich gerade gar keine Geräusche macht. Gut. Quatsch nicht auf mit ihm. Ja. Dann bis zur nächsten Folge.